bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Heute auf meinem aktuellen, ja was heißt aktuellen, auf meinem einzigen Rathaus 8. Was ich noch habe, ist das einzige? Nein, ich habe den Chefkoch noch, aber der geht auf 9. Also der kloppt sein Ding auch ganz brav hoch. Und warum eigentlich irgendwas mit Hox? Ja, im Jahr des Schweins. Und ich habe eben noch ein Foto gesehen an unserer Pinnwand unten in der Küche. Beziehungsweise in irgendeiner Küchentür ist das. Ich glaube, es ist aus irgendeiner Brigitte oder sowas, wo der Vater seinen Jungen fragt. Der Junge guckt die ganze Zeit so ins Handy. Und der Vater fragt den Jungen: Junge, was willst denn du mal werden? Und der Junge antwortet einfach und guckt einfach weiter aufs Handy drauf: irgendwas mit Handy. Also so sieht es nämlich aus und deswegen machen wir heute irgendwas mit Hox. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet, ganz aktuell, weil ich natürlich auch hier so ein bisschen am Farm bin. Ich habe so ein bisschen, weil ich habe noch kein Päcker, noch kein Golem. Ich muss also irgendwas mit Riesen machen und ein bisschen mit Bartsch. Ja, ein bisschen mit Bartsch im Heck und mit vier habe ich selber dabei. Vier Hogrider und 5 Hogrider habe ich in der Clanbook. Das müsste dann eigentlich... Nach Adam Riese muss ich immer 9 mitnehmen. Ah ne, ich muss 8 mitnehmen. Okay, ich habe immer einen zu viel, aber ich habe das Event schon ganz nett gespielt. Allerdings das Heldenbuch kann ich gar nicht nehmen, denn ich habe noch ein Heldenbuch hier drin. Und ich wollte das Dunkle eigentlich aufbewahren für den Golem oder sonst was. Aber ich habe den noch gar nicht. Ich muss ja erstmal eine dunkle Kaserne hochkloppen. Ist mir alles mal wieder nicht aufgefallen, dass es ja doch manchmal nicht ganz so schnell geht. Und ich habe ja erstmal die zweite Kaserne rausgeballert. Anstatt ich vielleicht die erste hätte jetzt auf den Valkyren-Level bringen sollen und dann auf den Golem-Level. War vom Update-Gedanken her jetzt nicht ganz so gut. Ist nicht ganz so tragisch. Oh, so einen können wir eigentlich mitnehmen, oder? Mit so ein paar X-Bogen und so schwacher Defensive. Ich weiß nicht. Der hat natürlich richtig mal an Ressourcen für uns. Die Minenwerfer müssen aber weg und die X-Bogen. Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Also müssen wir uns unseregleichen so ein bisschen suchen. Und deswegen mache ich einen kurzen Cut. Oh ne, ich mache keinen Cut. Den nehmen wir mit hier. Mal sehen, über Ecke müssten wir eigentlich reinkommen. Wir müssen eigentlich über Ecke reinkommen. Und damit wir auch gewinnen, denn wir müssen ja gewinnen. Ich sag's auch immer wieder. Leute, wir müssen nur gewinnen. Wie, ist egal. Gehen wir hier über die Ecke rein, wo der King ist. Denn hier gehen die jetzt erstmal auf den Feger. Dann nehme ich mal so ein bisschen Kleintrupp mit. Muss ich einfach machen. Und wir nehmen hier den Dicken hier bei dem, sein Dicken. Und mal sehen, wie jetzt unsere Mauerbrecher hier laufen. Das sieht ganz gut aus. Da kommen auf jeden Fall meine Riesen jetzt rein. Und die bringe ich jetzt mal so ein bisschen in Wut, dass vielleicht noch so ein paar Barbaren hier reinkommen. Das sieht gut aus. Und dann können wir hier jetzt schon... Wir nehmen mal jetzt da die Hox rein, denn da ist keine Falle. Dann können wir die hier am Stück mal mit reinnehmen. Da haben wir jetzt 9 Stück, müssen das jetzt sein. Und meine sind natürlich nicht ganz so stark. Aber ich muss jetzt erstmal sehen, wo die jetzt weiterhin hüppeln. Hier hüppeln die hin. Da ist zwar Flächenschaden, aber auch der ist nicht so schlimm. Denn der eine ist im Ausbau und der andere noch nicht ganz so hoch. Die müssen eigentlich nach da hüppeln. Manchmal weiß man es ja nicht. Vielleicht teilen sie sich auch oder so. Hier hinten ist die Clanbook im Ausbau. Da hat er nichts drin, glücklicherweise. Oh. Mal sehen, ob wir das noch packen. Es ist noch ziemlich viel offen und meine Hogrider sind nur auf Level 2. Die ich jetzt hatte, kamen jetzt vom Alex. Die sind jetzt Level 6, glaube ich, gewesen. Und... Kanone hier noch, der Bogenschützenturm da und da. Ich glaube, das wird nichts. Das ist nicht so schlimm, aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben ganz gut Dunkles geholt und machen jetzt einfach mal fröhlich hier weiter. Wie gesagt, irgendwas mit Hox. Es wird auch nicht so eine super lange Folge, denn ich bin ganz, ganz busy im Moment. Liegt einfach an Arbeit, an krank sein. Also nicht, dass ich jetzt krank bin, sondern Kollege ist krank und wenn natürlich jemand krank ist, dann musst du irgendwas kompensieren, irgendwas ersetzen, hast halt noch so ein bisschen mehr Arbeit an der Hacken, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich mache das schon dann sehr, sehr gerne. Dann ist mir die Gesundheit und die Besserung des Kollegen viel, viel wichtiger und wir fordern wieder Hox. Mal sehen, ich habe den Alex hier auf dem Tablet geladen. Der kann mir sicherlich was geben. Und dann können wir hier gleich fröhlich weitermachen, einfach schon mal so ein bisschen warm werden fürs Update. So. Jo,
Ich lasse mal eben den King recken, aber während wir den King recken lassen, glaube ich, können wir uns hier was Nettes anschauen. Denn wenn wir hier schon bei Hogs sind, 82% mal sehen. Hogs können auch ganz schön verkacken. Kann man nicht anders sagen, aber wir können ja hier mal so eine kleine Analyse treffen. Queen muss raus, CB muss raus. Okay, über diese Ecke kann man reinkommen, wenn man den Rest mit Hogs macht. Ist aber sehr, sehr schwierig, finde ich. An der Stelle, denn du kommst irgendwie mit deinen Mauerbrechern, die ja jetzt auch dir schon gar nicht mehr, der da gar nicht mehr mit. Er hat nämlich nur einen Sprung mit, aber jetzt guckt euch das mal an. Der Golem da schafft es schon gar nicht mehr, der platzt schon und dieser hier ist aber noch dabei. Okay, aber der wird jetzt auch gleich klein sein. Und wo kommt jetzt der Sprung? Da ist der Golem schon weg auf der linken Seite. Da kommt jetzt der Sprung. Ja, der war auch nicht so schick. Ich hätte ihn vielleicht irgendwo da gesetzt, wo der King dann noch Richtung der X-Bogen geht. Sind die, die sind beide auf Boden. Ne? Jo, beide auf Boden. Das lädt eigentlich für Luftangriffe ein. Also ich mache dann immer ganz gerne Luftangriffe. Aber Queen ist zumindest an der CB bei. Und ich hoffe, dass er sie nicht vergessen hat. Nein, hat er nicht. Okay. Die hat er nicht vergessen. Aber trotzdem überlebt die Queen natürlich in diesem Geballer jetzt nichts mehr. Sind wir ehrlich, jetzt hat er noch ein Riesen und 19 Hogs. Habe ich das richtig gezählt oder waren es viel, viel mehr? Den Riesen hätte ich jetzt ein bisschen vorgesetzt. Dafür wäre der Riese eigentlich genau das Richtige gewesen, dass der erstmal ein bisschen Feuer auf sich fängt und nicht gleich die Hog Rider. Also könnt ihr euch auch merken, ich mache das auch mal sehr, sehr gerne. Ich nehme einfach mal einen Riesen mit oder ein oder zwei Riesen mit, lieber zwei Hogs weniger. Die schicke ich einfach dann an den Rand der Base, sodass die ein wenig Feuer auf sich ziehen. Jetzt teilen sich hier nämlich die Hogs und jetzt hat er ziemlich wenig in der Mitte. Okay, mal sehen, woran das jetzt gescheitert ist. Hier sind die eigentlich noch gut. Jetzt kommen die gleich wieder, fast wieder zusammen. Er hat auch keinen Heilzauber mehr und auch keinen zweiten Gift. Warum eigentlich keinen zweiten Gift? Hat er schon. Die hat er schon weg. Okay. Die hat er schon weg und hier ist jetzt der Flächenschaden. Noch zweimal Fläche hier. Das ist auch schwierig. Noch zweimal Flächenschaden. Also ist aber nicht so tragisch, hat er zwei Sterne geholt. Und in der Liga hier bei den Herausforderern sieht es ganz gut aus. Wir haben bisher alles gewonnen und führen nach Prozenten und nach Sternen, sodass wir sogar eine Niederlage in Kauf nehmen könnten. Aber ich denke mal, die leicht verdienten Marken hier für unsere Clubkameraden, hätte ich jetzt fast gesagt, sind natürlich sehr, sehr schick. Und ich glaube, es geht ganz, ganz gut weiter. Nach der Liga hier würde ich auch ganz gerne hier gleich wieder Klarkriege spielen. Wir sind allerdings im Moment ein bisschen wenig. Und ich würde ganz gerne wieder so 30er, 40er spielen hier. Das spielt mir so ein bisschen vor. Und ich werde die Pokale so ein bisschen runtersetzen, glaube ich. Ich hatte die jetzt immer auf 2000. Ich denke mal 2000 Pokale, das kann eigentlich auch ein Rathaus 7 oder Rathaus 8 bringen, wenn er ganz gut ausgestattet ist. Ah, hier hinten ist noch der Magier, okay. Das kann man sicherlich bringen, aber mal gucken. Mal sehen, wie wir hier weitermachen. Es sieht eigentlich ganz gut aus. 6 Angriffe auf Gegnerseite, 5 auf unserer Seite. Der Gegner führt im Moment nur einen Stern und es ist auch der zweite, dritte. Ja, es ist eigentlich mal der zweite gewesen. Ich denke mal, die machen ja noch ein paar Sterne bei uns. Und aber wir sind ganz gut unterwegs in der Liga und dann schauen wir mal, dass wir hier mit den Schweinen mal jetzt weitermachen. Ich hatte in jedem Fall die Wartepause sinnvoll genutzt und habe schon mal den ersten Teil des Videos geschaut und habe da irgendwie die Begrüßung mal wieder verschluckt, also quasi Aufnahme gedrückt und sofort angefangen zu sprechen. Dadurch ist das herzlich mal wieder nicht mitgekommen. Naja, ist jetzt nicht so tragisch. Aber was ganz herzlich ist, ist in jedem Fall diese Base und ihr seht meine Armee hier unten. Mal ein bisschen was anderes mit ein paar Magiern. Ich will aber mal eben antesten, ob er irgendwas in der Clanburg hat. Nicht, dass ich da eine Überraschung erlebe. Ach, obwohl, die Überraschung brauche ich gar nicht mehr erleben. Ich habe ja jetzt Giftzauber, denn ich habe ja jetzt schon die dunkle Zauberfabrik fertig. Und dann gehen wir halt hier rein. Gehen wir hier mal rein mit 4 Heiler. Ich denke mal, die kann man auch mal einsetzen. Ich meine, viele Truppen, die man so ein bisschen levelt, die setzt man häufig gar nicht ein. Und jetzt gucken wir mal, ja, dass die das da wegmachen. Dann kann ich hier mal den Dicken setzen, glaube ich. Noch ein paar Magier dazu. Dann gehen die jetzt rein. Wunderbar. Jetzt können die hier in den Rundlauf starten. Ich weiß, die Luftabwehren stören jetzt natürlich ganz, ganz enorm. Und dann sind meine Heiler gleich ganz, ganz schnell weg, denke ich mal. Oder aber, die erste Luftabwehr packen die da. Okay, das ist ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Und dann nehmen wir jetzt mal
die Heiler hier nicht in Heilung, sondern ah, die fliegen, die Magier, wollte ich gerade sagen, die fliegen mir alle weg, scheiße. Ah, Gottchen, ey, fliegen die mir alle weg, okay. Ich hätte die Hogrider, glaube ich, gar nicht durchheilen brauchen, naja, egal. Ist egal, wir haben noch ein wenig Cleanup hier außen, dass der, ah, nein, komm, King, nie nach außen gehen. Nicht nach außen, King. So, wo sind denn meine Hogs hier? Oh, die muss ich noch einmal heilen. Oh, komm, Hogs. Ach, da sind ja auch noch welche. Oh, das erste Mal. Mein erster Gift, den ich hier nehme. Auch nicht schlecht. Also, mal eine Premiere hier bei Tutu in der Folge. Und, da sind jetzt noch ein paar Hogs. Aber da ist nur das Klappergestell. Sauber. Okay, den haben wir ganz gut gerockt. Da haben wir in jedem Fall das Dunkle hier mit rausgeholt. Und kriegen jetzt reichlich, wo hoppeln die denn hin? Oh, da hat ein Troll-Tesla. Ah, naja, okay. Aber der andere Tesla war ja in der Base. Na, okay, da hat ein Troll-Tesla. Ist nicht so. Das ist sowieso nicht schlimm, so ein Troll-Tesla. Auf dem Level eh nicht. Und jetzt machen die Riesen hier den Cleanup mit. Ja, sehr, sehr schick. Also eine etwas kürzere Folge heute. Wundert euch nicht. Es gibt heute noch, glaube ich, eine Folge Brawl Stars. Da gibt es ja auch mal ein Update. Und meistens auf dem Freitag bringe ich dann einfach noch, auch noch mal ein bisschen Brawl Stars mit, bevor wir dann Samstagabend in den Stream gehen. Und deswegen, ich weiß es aber noch nicht genau, also wenn es jetzt keine Brawl Stars Folge für euch gibt am Freitag, dann ist das halt so, dann kommt die Samstag, das überlege ich mir noch, aber ich werde das T-Shirt nicht wechseln, weil ich bleibe jetzt gleich sitzen und nehme das in jedem Fall auf, denn auch da will ich mal ein bisschen weiterkommen und habe ja auch ein bisschen was Neues dort, was ganz Erfreuliches oder auch nicht Erfreuliches. Also da, auch da geht es immer ein bisschen weiter. Das hatte die Tage der Panzerfunk, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Ja, ich würde mich natürlich mal wieder über Brawl Stars freuen. Alles zu seiner Zeit. 1607 Dunkles hier mitgenommen. Und auch den Bonus. Ah, richtig krank. Die Truppe nehme ich einfach nochmal. Und weil ich das Heldenbuch ja wirklich jetzt aus dem Event bekomme, würde ich sagen, machen wir zum Abschluss der Folge den King hier hoch. Ich weiß, ein Tag fürs Heldenbuch. Egal, ich will den King gleich wieder mitnehmen zum Farmen. So habe ich das Heldenbuch hier nicht verballert. Kriege jetzt gleich wieder ein Heldenbuch nach. Und ich hoffe, der kurze Abstecher hier in das Rathaus 8 hat euch ganz gut gefallen. Wir sehen uns in jedem Fall am Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Wäscht.